Damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir Datumi erkundet, was relativ eigentlich der beste Besuch von mir in einem Planeten war. Wir haben drei Fähigkeitspunkte ergattert, glaube ich, in der letzten Folge. Und ja, das war Bestleistung eigentlich in der letzten Folge. Ich glaube, so oft bin ich auch nicht gestorben. Und also Props an mich auf jeden Fall, weil Datumir ist ja eigentlich eine Todesplaneten, wie er hier sagt. Habe ich mich relativ, also ich finde, ich habe mich relativ gut geschlagen. Besser auf jeden Fall als auf Zepho. So, heute gehen wir nach In Ordnung. Kashyyyk. Wir Als sind hier fertig. nächstes? Wir können hier nichts mehr machen tatsächlich. Wir könnten natürlich wieder zurückgehen nach Zepho oder nach Pagano, aber unser Planet ist der Wald. Mond, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das hier der Waldmond. Gehen wir nach Kashyyyk, weil wir hier auf Datum, ich habe jetzt geguckt und wir können nichts machen tatsächlich. Also, das ist alles geblockt und wir kriegen hier auch nichts weiteres. Ne? Also, deswegen müssen wir nach Kashyyyk gehen und das machen wir jetzt auch. Die ganze Reise hat die Mantis ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Ach, und vorher war sie makellos? Sie war ein Meisterwerk, aber jetzt, wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine Rechnung kriegen. Oh, da braucht wohl jemand Geld. Naja, klar, okay, das könnte eine Rolle spielen. Ich bin's gewohnt. Sind Sie reich aufgewachsen? Wohlstand hat für Jedi keine Priorität. Ja, ich war auch arm, aber es war nicht schlimm. Meine Crew und ich haben immer auf kleinem Fuß gelebt. Seitdem kann ich auch Sabacc spielen. Ein Spiel um Credits. Merkwürdige Wahl. Ach, wir waren jung. Wir haben um Lebensmittel gewettet. Und um Steine. Leider hat sich das geändert, als wir älter wurden. Bunte Steine waren auf einmal nicht mehr so interessant. Schade, vielleicht ginge es der Galaxis dann besser. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Durchbrechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Bracker. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay? Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Das war echt knapp, Kleiner. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenweltler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracker Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Ha, der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tu's am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte?
Dafür? Ursprungsfluss, habe ich da das richtig gelesen? Ah. Alter. Okay, da, also, das ist. Ich bin sprachlos. Also, da, es sieht einfach so geil aus. Der aussieht, als wenn das so Shadow of the Colossus wäre, ne? Habe ich auch noch nie gespielt. Müssen wir uns eigentlich verstecken? Greift uns an. Alter, wie viele? Fahren wir einfach hinterher. Mal gucken. Sollte ja nichts passieren. Das Wasser ist übrigens auch cool. Schade, dass das jetzt eine feste Kamera ist. Ich hätte mich echt nie gerne nochmal umgeschaut. Aber okay, kann man verzeihen. Da reinkommen. Ja, ich versuch's am Bein. Boah, vielleicht nicht besser einer, der heil ist. Okay. Der ist der Schrott eigentlich. Jetzt? Ja, so eigentlich, ne? Boah. Ah, ich dachte, das wäre eine Tür, aber es scheint wohl nicht so zu sein. Weiter rauf, ne? Okay, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ne, ja, okay, das springt er nicht, dann ist er hier runter, okay. Jetzt bin ich einfach im Kreis gelaufen. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Och, Mann, ey. Hä? Eben hat's nicht funktioniert. Ich wollte doch hier die ganze Zeit hin. WTF? Schnell. Bringen wir es zu Ende. Jetzt drin. Ich denke, wir machen weiter. Klettern wir nach oben. Ich finde das so nice, weil ich glaube, also so viele Star-Spiele habe ich jetzt auch nicht gespielt. Ich habe ja an der ersten Folge erzählt, so grob, was ich gespielt habe. Und nie ist man, glaube ich, hier so reingehen können in so ein in so ein Kampfläufer. War man nie so wirklich im Inneren. Also hier, so dass man hier auch die Gänge und so laufen kann, ne? Und jetzt auch mit den Speeder und so, wusste ich gar nicht. Du bist dran, Ausfälle zu melden. Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Habt ihr Bewegung gesehen? Es ist der Jedi! Wir schaffen das! Noch ein Verbündeter am Boden! Er ist schnell! Los, vorrücken! Macht ihn fertig! Ich treffe ihn nicht! Ich habe ihn wirklich erwischt! Lass ihn nicht aus den Augen! Ist da jemand?
Ganz egal wer. Bleib bitte unten. Okay, die sind alle tot. Ja, die sind alle verbrannt wahrscheinlich. Mega nice, dass man hier so ein bisschen rumlaufen kann. Gut, dass wir das Doppellichtschwert haben. Aber trotzdem muss man sich auf seine Fähigkeiten verlassen. Wo geht's denn jetzt weiter? Ach, hier auch, ne? Aber ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% in der Fühl mich gerade wie ein Batman. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halte uns stabil. Ja, Sir. Hab eins. Das haben Sie bestimmt nicht kommen sehen. Meine Familie hat hier mal Urlaub gemacht. Vor dem Imperium? Ja, das ist komisch, so zurückzukommen. Es ist nur ein Job, Junge. Denk nicht drüber nach. Okay, zum Glück hat er sie nicht umgebracht. Okay, Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich und... Besser. Gehen wir es an. Das sind also die Blaster. Ups. Der ist aus dem Weg. Okay, steuern wir den gerade? Okay, wir können, also ich kann nur... Nur nach vorne, okay. Aber das ist auch ziemlich nice. Ich meine, ich kann zwar nur nach vorne schießen und halt ein bisschen so Kopf bewegen. Das ist schon geil. Das ist schon geil gemacht. Ich hoffe, wir töten auch die richtigen jetzt, ne? Hey! Wer bist du? Sorge, jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Den kenne ich. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Das ist Saw Gerrera, das ist der von. Auch von dem Film. Oh, wie hieß denn der jetzt nochmal? Rogue One. Star Wars Rogue One. Einer für mich persönlich geilsten Star Wars Filme. Nach halt 1, 2 und 3 tatsächlich. Prefer ich die mehr als die Originaltrilogie. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber geiler Film, Rogue One. Echt geiler Film. Schade, dass sie solche Zwischenfilme nicht mehr machen. Genauso wie Han Solo. Auch einer der besten Filme halt einfach, ne? Also. Ah, da oben, okay. Nice. Willst du uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Bereit machen, bitte! Ja, ich bin okay. Und du so?
Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Kapitel 3, so schnell schon. Ein schicksalhaftes Aufeinandertreffen. Definitiv, ich hätte nicht gedacht, dass wir Leute vom Film treffen. Ja, das ist schon krass. Dann reden wir mal mit den beiden. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Keine gute Idee? Ich fürchte, du stürzt dich von einer Gefahr in die nächste. Wie bitte? Ich fliege mein Schiff mitten rein ins Schlachtfeld und wir reden jetzt über Gefahren? Ihr hättet mich aufhalten können. Ich soll dich auf deinem Weg begleiten und ihn nicht für dich auswählen. Hier ist mein Ratschlag. Das Imperium eroberte hunderte Welten. Saw hat Kashyyyk nicht ohne Grund gewählt. Saw hat vielleicht andere Ziele als wir. Wir sollten uns vorsehen. Danke. Ich werde daran denken. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Jemand was von den Partisanen gehört? Gerüchte in den Containers, aber nichts Handfestes. Angeblich Radikale. Das Imperium soll Kopfgelder auf sie ausgesetzt haben. Sollte ich deshalb besorgt sein? Glaub nicht. Kriegsgebiete sind schlecht fürs Geschäft. Falls überhaupt was dran ist. Ob die Inquisitoren uns hier finden? Möglich wär's. Das wollen wir nicht hoffen. Wir haben es kaum hergeschafft. Die Partisanen und Wookies waren ausgeliefert. Carl, deine Instinkte sind gut, aber das ist außerhalb deiner Kontrolle. Wir leisten unseren Teil. Mehr geht nicht. Pass gut auf. Sie ist nicht in der Verfassung zu kämpfen. Du hast recht. Wir haben keine Zeit. Bleib stark, bis wir wieder da sind. Alles klar. Okay, ich gucke mich hier ein bisschen um. Ich wollte mich gleich nochmal speichern gehen. Saw hofft wohl darauf, in der Raffinerie Neues über Tarful zu erfahren. Es kam heute Morgen rein, dass er in den Schattenlanden gesehen wurde. Angeblich in der Nähe eines Wookiee-Dorfs laut imperialen Funkspruchs. Dabei gibt es davon in dem Gebiet Hunderte. Sturmtruppen. Hier drüben, im Kampfläufer könnten Vorräte sein. Bist du okay? Alles okay. Alles okay. Ein bisschen angekratzt, aber ist ja nicht so schlimm. Ich hack mir nicht so eine Angst ein. Ich brauch dich noch. Suchen wir weiter. In dem Haufen muss etwas Nützliches stecken. Hey, BD-1. Nö, wenn er was zu scannen hat, so lass. Wo denn?
Ecke. Er sagt, hier ist nichts. Das wusste ich nicht. Du kannst binär? Nur ein paar Grundlagen aus der Schule. Vielen Dank, mein Kleiner. Wir warten auf Source Signal. Okay, das ist echt süß gemacht. Also da hätte ich nicht gedacht, dass so eine kleine Interaktion wieder führt. Dass man so eine kleine Interaktion machen kann, ist schon cool. Ich weiß jetzt nicht. Hier geht es definitiv, glaube ich, nicht weiter. Ich gehe hier nochmal ein bisschen runter gucken. Weil wir sind gerade bei ungefähr 20 Minuten. Kann man sich hier noch ein bisschen umschauen. Weil dann richtig Kashyyyk gutachten tun wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ich glaube, das hier ist ein Waldplanet. Also jetzt bitte nicht, auch mit Rogue One und so. Falls ich da was Falsches gesagt habe oder so, nicht canceln. Oder, ne? Was ist es? Weil ich mich recht entsinne, ist das hier ein Waldplanet? Mit Ender und Waldmond? Oder andersrum? Ich weiß es leider nicht, ne? Wurde mir so gesagt. Dass es halt einer von den beiden so ist. Kashyyyk ist ja in den ersten, also 1, 2, 3 erschienen irgendwo. Nein, Film. Und Endor dann halt auf Episode 6, glaube ich. Ja, schon cool. Hier sind die Bäume auch kräftiger, glaube ich, ne? Breiter? I don't know. Oder war das Endor? Ich weiß es nicht. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich gehe mal speichern. Hoffentlich geht das, weil die da so... Ah, okay, geht. Oder soll ich das noch? Ich gehe trotzdem speichern. Egal. Wir gehen weiter, ich gehe speichern. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ich nehme Gruppenverlangsamung, weil das ist schon ziemlich nice, weil dann kann ich mich mal auf einen vielleicht konzentrieren. No. Das hier wäre auch natürlich geil noch. Macht Massenschub. Nehme ich auch mit. Komm, Massenschub. Und dann ist es halt auch ziemlich nice, weil dann kann ich halt alle Gegner mit Schub machen. Und sonst lasse ich mal die zwei Fähigkeitspunkte jetzt übrig. Das hier wäre noch interessant, weil das benutze ich manchmal. Aber sonst eigentlich, also ne, ob ich mir jetzt in einer Woche das noch merken tue, hier, dass das Rückstoß ist, ne, mit X und Dreieck oder Kreis und Viereck, das ist halt das Ding. Ne? Also ich bin da nicht so in so ein Combo-Freak, auch in FIFA zum Beispiel gar nicht. Na, das ist, ich mache halt immer nur die Standard-Dinger, ne? Also Viereck, vielleicht ein bisschen Blocken. Also Blocken versuche ich jetzt mehr zu machen. Ja, ich bin auch nicht so ein Fan von Blocken. Ich bin eigentlich eher so, ja, so ein Haut drauf, ne? Oder so ein Deckungsshooter halt, ne? Aber so ein Blocken benutze ich halt relativ wenig. Ne? Auch in wo war das sehr intensiv? In Assassin's Creed Unity? Da war das ja so mit Konter und so. Hier ja auch. Aber das habe ich auch nie so wirklich probiert. Also die wirklich benutzt, ne? Mal gucken, wie die Reise hier noch weitergeht. Wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich würde die Folge doch beenden. Wird eine kürzere Folge. Dafür wird die nächste Folge vielleicht etwas länger. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge von Jedi Fallen Order gehen wir Saw Gerrera nach. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ja der aus dem Film, ne? Von Rogue One. Falls nicht, korrigiert mich. Aber ich bin eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass es er ist. Vielleicht treffen wir ja noch ein paar Leute aus dem Film. Weiß man ja nicht, weil das ja zwischen 3 und 6 spielt. Glaube ich. Ja, zwischen 3 und 6. Mal gucken. Ne? Weiteres erfahren wir in der nächsten Folge von Jedi Fallen Order um 20 Uhr.